Landwirt Produktvorstellung. Tierwohl wird immer wichtiger. Wir haben zwei Betriebe in Bayern besucht, die ihren Schweinen Komfort über die Mindestanforderungen hinaus bieten. Wie das in der Abferkelung aussehen kann, schauen wir uns gleich am Betrieb Wimmer in Essenbach an. Und danach nehmen wir den Natureline Maststall von Josef Gelb in Märching unter die Lupe. Wir sind hier am Kastanienhof. Mein Name ist Martin Wimmer, ich bin der Betriebsleiter. Ich erzeuge hier seit 2006 Ferkel mit bisher 300 Sauen und wir haben jetzt in 2016 auf gut 800 Sauen aufgestockt und haben uns im Zuge der Aufstockung für die Freilaufbucht entschieden. Für uns bei der Entscheidung wichtig war, weshalb wir uns für die B4-Bucht entschieden haben, dass die Sau wirklich bei einer Bewegungsbucht dann die maximale Bewegungsfreiheit hat. Was uns aber auch noch sehr gut gefallen hat, ist, dass trotzdem der Arbeiterschutz gegeben ist, weil man durch diesen schwenkbaren Kastenstand die Sau eben vor sich fixieren kann und damit die Möglichkeit hat, dass man in Sicherheit arbeiten kann. Die robuste Ausführung hat natürlich auch dafür gesprochen. Was bei einer Freilaufbucht absolut wichtig ist, ist natürlich auch das Ferkelnest, das hier mit 0,75 Quadratmeter vergleichsmäßig groß ausfällt. Wir haben das mit einer Bodenheizung ausgestattet, was wir durch unsere Hackschnitzelheizung mit warmem Wasser beheizen. Zusätzlich war mir aber wichtig, dass wir Infrarotstrahler um die Geburt einsetzen können. Die brennen in der Regel 3 bis 4 Tage. Und dadurch, dass wir den Strahler auf die eine Seite gesetzt haben, kann sich ja jedes Ferkel seinen Temperaturbereich frei wählen. Was noch ein weiterer Vorteil ist von dem Ferkelnest, das sind diese fest installierten Bretter vorne, die man mit einem einfachen Handgriff runterlassen kann. Und somit ist es möglich, die Ferkel schnell während des Fütterns im Nest zu fixieren, dass quasi, wenn sich die Sau nachher wieder ablegt, die Ferkel keine Gefahr ausgesetzt sind die ersten Tage. Also arbeitstechnisch sehe ich in der Freilaufbucht auch mit dem Abkoteverhalten der Sauen eigentlich keine größere Arbeitsbelastung. Der Arbeitsaufwand für Kot entfernen so ist eigentlich sogar geringer als in der Standardbucht. Also ich bin der Herr Gelb aus Steinach bei Märching. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, habe 350 Muttersauen, eine Biogasanlage mit 385 kW, hauptsächlich Ackerbau mit über 100 Hektar und haben jetzt seit kurzem diesen Stallbau, der ist jetzt seit gute 2 Wochen in Betrieb. Marschplätze haben wir hier 1492 offiziell. Wir haben uns für ein anderes System entschieden als das herkömmliche, weil in letzter Zeit, wenn man immer Medien geschaut hat oder Fernseher geschaut hat, wir Landwirte sind ja nur noch Tierquäler und Umweltverschmutzer. Und da war mein Gedanke, wir wollen was anderes. Ich bin schon seit mehreren Jahren auf der Suche nach einem guten System, wo einfach die Schweine auf Stroh sind, auch ins Freie können. Ich bin zwar mit Schauer schon länger in Kontakt, aber die haben mir dann das Konzept gebracht, eben das, wo ich jetzt verwirklicht habe. Und das hat mir gefallen, weil das einfach auch vom Arbeitstechnischen ist es gut zu bewältigen und es ist Stroh und ist Freilauf. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir haben draußen in der Lagerhalle einen großen Behälter, da kann man groß packen, mit dem Stapler oder mit dem Traktor befüllen. Das Stroh wird automatisch aufgelöst, wird nochmal gehäckselt, damit es dann auch hier mit der Stromatik durch die Löcher fallen kann. Das Stroh wird auch zusätzlich entstaubt, damit es hier im Stall nicht so viel Staub gibt. Oberhalb dem Spaltenboden wird nochmal eine Dusche angeboten, einfach im Sommer, dass die Temperatur ein bisschen gekühlt wird, der Spaltenboden auch nass ist und zusätzlich die Schweine selber auch duschen können. Der Kanal ist zusätzlich noch was Besonderes. Es ist im Kanal ein Schrapper, weil der Kot ist wahrscheinlich ein bisschen fester, weil ja die auch Stroh fressen. Und der Schrapper, der schiebt alle 2 Stunden die Gülle im Kanal in eine Richtung. Der Kanal ist hier auch emissionsmindernd. Durch das, dass eine Schräge ist und in der Mitte eine Rinne, so kann jetzt das Flüssige weglaufen und das Feste wird mit einem Schrapper weggeschoben. Und durch das, dass das nicht zusammenkommt, erst in der Grube, ist hier die emissionsmindernd.